diese Tasse hier, wenn ich dieser Tasse einen Stressfaktor aussetze, gegenhaue, mit dem Hammer vielleicht, oder sie fallen lasse, unweigerlich, dieser Stress wird sie kaputt machen. Mal mehr, mal weniger. Das hier hat sie nicht besser gemacht. Ja. Ich kann jetzt so machen und die Tasse hier stehen lassen für Tage. Sie wird nicht besser. Nicht besser, genau. Ich kann mein Auto jeden Montag für 200 Meter voll durchtreten. Immer 5 Minuten Pause dazwischen, 200 Meter voll durchtreten, 6 Mal, das mache ich jeden Montag. Mhm. Ich glaube nicht, wenn ich nach 5 Monaten nochmal zum Mechaniker gehe und die PS messen lasse, dass ich mehr PS bekomme. Mehr Kondition. Ja, aber spannenderweise irgendwie, wir machen das. Wir gehen mal barfuß oder wir stellen uns mal unter die kalte Dusche oder wir holen uns mal ein paar Kratzer im Wald oder wir setzen uns mal einer anderen stresshaften Situation kurz aus, geben dem Körper Ressourcen in Form auch von Zeit, und dann passiert was Magisches, nämlich er wird besser. Krass, oder? Also du hast halt diese einfache lineare Gleichung zwischen Stress führt zu Deterioration, also Stress führt zu Kaputtgehen des Systems, geht nicht mehr auf. Jetzt haben wir die Situation, Stress führt manchmal zu Kaputtgehen des Systems. Da können wir, glaube ich, ein bisschen drüber sprechen. Und manchmal aber nicht. Das heißt, da muss noch eine Variable sein. Ja, was ist die Variable? Es gibt, ich bin ein ziemlicher Fan von Ameisen. Es gibt in der Tierwelt ein Beispiel von Ameisen. Und wenn ihr Ameisenbiologen seid und mich da ein bisschen korrigieren wollt, nachher freue ich mich sehr darüber, mit euch genauer über Ameisen zu sprechen. Hier ist das einfache Beispiel. Ein Ameisenbau ist prinzipiell in 3 Level aufgeteilt. Im untersten Level hast du die Königin mit den Versorgerinnen der Königin, die das essen und einfach da die genetische Frucht in dieses Ameisenbaus schützen. Im obersten Level hast du Arbeiterinnen, Soldatinnen, Food Forager, die Nahrung heranschaffen. Im mittleren Level des Ameisenbaus hast du 30-40% quantitativ aller Ameisen. Die Aufgabe, die haben, ist exakt nichts. Die chillen. Die machen gar nichts. Crazy. Ne? Und dann gehen wir durch, so wir Gedanken verloren, vielleicht durch den Wald, treten mal gegen diesen Ameisenbau. Ein Stressfaktor auf dieses System Ameisenbau. Und auf einmal kommen die hoch, reparieren, bauen um, sagen, okay, da müssen wir ein bisschen stärker machen. Dann kommt, oder kommt vielleicht ein Fluss, der umgeleitet wird, reißt Teile des Ameisenbaus mit, okay, müssen wir umformieren in diese Richtung. Das heißt, das ist irgendwie das Anpassungssystem dieses Ameisenbaus. Und wenn wir das mal auf unseren eigenen Körper beziehen, spannenderweise haben wir das auch, unser Immunsystem, unser hormonelles System, ist nichts anderes. Und es gibt Situationen, da kann es das sehr helfen, wenn ich zum Beispiel Gitarre spiele und meine Finger tun weh und ich mache dann Pause, dann kann mein Immunsystem dahin lösen, eine Entzündung aus, die Finger tun weh. Mhm. Dann werden Wachstumsfaktoren ausgeschüttet, es gibt Hormone, die dorthin geleitet werden, es gibt Proteinsynthese findet statt, die Finger bauen sich auf, ich habe 100 stärkere Finger und kann danach 10 Minuten länger Gitarre spielen. Mhm. Wenn ich aber jetzt die Ressourcen nicht habe, diese adaptive Reservoir nicht habe, diese Variable dazwischen, wenn die weg ist, wenn ich zum Beispiel keine Zeit gebe, ich einfach durchspiele, bluten meine Finger und bin schlechter. Ja. Wenn mein Immunsystem nicht funktioniert, wenn mein hormonelles System nicht funktioniert, wenn ich dieses adaptive Reservoir, die 30-40% der Ameisen, wenn die nicht da wären, dann ist das ein immer noch funktionierender Ameisenbau. Mhm. Genauso wie wir noch ein immer noch funktionierendes System sind, aber wir sind nicht mehr adaptiv. Mhm. Wir können nicht mehr uns anpassen auf unser Umfeld. Mhm. Und gerade bei einem Umfeld, was sich immer weiter und immer schneller wechselt, wird die Rolle des adaptiven Systems, dieses Stressreservoir, immer größer.